Ja, guten Tag. Mein Name ist Matthias Razum und ich freue mich, Ihnen das Projekt und die Forschungsumgebung Toporatz im ersten Teil der Präsentation heute vorzustellen. Zum Raum wird hier die Zeit. Unter diesem eher wagnerianischen Titel hat mein Kollege Gerhard Weiland unseren Vortrag gestellt. Leider ist er heute aus gesundheitlichen Gründen verhindert, sodass ich seinen Part mit übernehme. Anschließend wird Art Petto von Blickwinkeltour zeigen, wie man unsere Forschungsergebnisse visuell ansprechend und immersiv in die Öffentlichkeit tragen kann. In der Vormoderne war Nürnberg eine der großen europäischen Metropolen. Ihr hervorragend erhaltenes historisches Stadtbild galt als vollendetes Gesamtkunstwerk, bis sie im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. In dem Forschungsprojekt Toporatz haben Kunsthistoriker, Informatiker, Architekturhistoriker und Spezialisten für die 3D-Rekonstruktion eine virtuelle Forschungsumgebung entwickelt, die das Zerstörte dokumentiert, visualisiert und damit wiederbelebt. Wie Sie sehen, ist die 3D-Rekonstruktion nicht unbedingt ein Eye-Catcher. Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir wollten nur rekonstruieren, was wir anhand der Quellenlage wissenschaftlich belegen konnten. Die Farbgebung der Gebäude zum Beispiel ist fast durchgängig ungesichert. Deswegen das langweilige Grau. Dass das nicht so bleiben muss, zeigen wir Ihnen am Ende unseres Vortrags. Die Forschungsumgebung umfasst historische Karten und 3D-Modelle in vier Zeitebenen, wie eben schon gesagt, 1620, 1811, 1910 und 2016. Vor allem aber kritisch geprüfte Informationen zu den Gebäuden, ihrer Baugeschichte, ihren Bewohnern und dem Leben und den Ereignissen in der Stadt. Eingebundene Fotos, Grafiken, digitalisierte Bauakten und historische Quellen aus Archiven und Museen veranschaulichen Vergangenes. Gleichzeitig machen sie das Dokumentierte für Nutzerinnen und Nutzer nachvollziehbar und vor allen Dingen auch nachprüfbar. Das Projekt Toporatz und die gleichnamige Forschungsumgebung beschränken sich auf die Gegend um den Hauptmarkt in Nürnberg, also nur auf einen kleinen Ausschnitt der Altstadt. Uns ging es zunächst darum, einen Prototypen zu entwickeln und zu prüfen, ob und wie wir eine wissenschaftliche Arbeitsumgebung für die historische Raumforschung aufbauen können. Wir sehen hier den Hauptmarkt, wie er sich heute darstellt. Aber gehen wir von der heutigen Ansicht in die Vergangenheit. Im Jahr 1910 ist die Altstadt noch weitgehend erhalten und die mittelalterliche Topografie sichtbar. Um 1811 standen Markthallen auf dem Hauptmarkt. Um 1620 sieht man stattdessen viele Krämen, also Läden, im Erdgeschoss der Gebäude rund um den Platz. Wechseln wir auf die 2D-Karte, sieht man gleich, wie ungenau die Quellenlage wird. In den folgenden Jahrhunderten werden die Karten dann detaillierter und genauer. Um das Modell zu erkunden, gibt es neben der Navigation mit der Maus auch die Möglichkeit, einen subjektiven Blickpunkt einzunehmen. Auf die Art kann man auch Innenhöfe erkunden. Klickt man auf ein Bauwerk, erscheint eine Infocard. Über einen weiteren Klick erreicht man ein Infopanel mit einer kurzen Hausbiografie sowie Fotos und Plänen und weiteren Informationen. Als Ausgangspunkt für die Erstellung des Stadtmodells in den verschiedenen Zeitebenen waren historische Karten unsere Ausgangsbasis. Wir mussten sie entzerren, georeferenzieren und vektorisieren. Eine Herausforderung bei der Modellierung waren die unzuverlässigen Quellen. Für große Teile der Altstadt existiert zum Beispiel eine Bauaufnahme aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, die aber zu ungenau für unsere Zwecke war. Das kann man sehr schön sehen, wenn man hier mal die Bauaufnahme und ein historisches Foto übereinander legt,
Gerade im äußerst rechten Haus sieht man, wie Fensteröffnungen überhaupt nicht übereinander passen. Aber auch Bauakten sind nicht wirklich zuverlässig. Hier sieht man einen Bauplan auf der linken Seite für den Plobenhof, der so nie realisiert wurde, wie das rechte Foto zeigt. Und wenn man sich dann unserer frühesten Zeitebene nähert, dann kommen wir zu Quellen wie hier dem Braunschen Prospekt, die uns wirklich nur noch eine schemenhafte Ansicht von Nürnberg liefern. Letztlich mussten wir aufwendige Recherchen in Archiven durchführen, Quellen vergleichen und so zu einer möglichst gesicherten Ausgangslage für die Rekonstruktion kommen. In vielen Fällen ist aber trotz Recherche unser Wissensstand unbefriedigend. Das führt dann zu unterschiedlichen Detaillierungsgraden der Modelle, von ausgestaltet bis blockhaft, je nach Quellenlage. Ziel ist dabei immer, spekulative Elemente zu vermeiden und nur das zu modellieren, was auch zu belegen ist. Toporatz ermöglicht die Suche nach Gebäuden, Personen, Dokumenten und Ereignissen. Eine Suche nach Hauptmarkt findet alle Gebäude mit dieser Adresse. Neben einer klassischen Trefferanzeige werden auch die Gebäude im 3D-Modell markiert. Dort sehe ich auch, wo ich mich in der Trefferliste befinde. Die Auswahl eines Treffers führt wieder zu dem Infopanel, das wir schon gesehen haben. Hier kann ich mir jetzt wieder die hinterlegten Bilder, Baupläne und so weiter anschauen. Über Facetten lässt sich die Treffermenge weiter eingrenzen. Hier suche ich jetzt mal nur nach rekonstruierten Gebäuden restaurierten und stelle fest, dass allein die Frauenkirche am Hauptmarkt tatsächlich noch im Original steht. Auch eine Suche nach Personen ist implementiert. Hier findet man Hausbewohner und Besitzer, zum Beispiel Konrad Friedrich Müller, der eine Beziehung zu den Häusern Hauptmarkt 11 und 13 hat. Er besaß das Gebäude Hauptmarkt 11 und bewohnte es auch einige Zeit. Klicke ich darauf, werde ich zur Quelle, nämlich den Adressbüchern, geführt. Toporatz verwendet ein hierarchisches Datenmodell. Wir haben Blöcke, Bauwerke oder Anwesen, Teilbauwerke und dann Bauteile wie Fassaden, Dächer, Geschosse. An diese Elemente können wir Ereignisse anknüpfen. Ereignisse können sein sowas wie der Bau eines Gebäudes, der Verkauf, bauliche Veränderungen, die Zerstörung, aber auch Besuche berühmter Personen oder die Erschaffung eines Kunstwerks in diesen Räumen. All das können Ereignisse sein. Alles lässt sich dann über Verknüpfungen mit Quellen belegen. Ein weiteres Feature von Toporatz sind Hotspots. Hier kann man interessante Punkte im Modell markieren und mit zusätzlichen Informationen versehen. Eine Kollegin hat hier das Männleinlaufen an der Fassade der Frauenkirche markiert. Zum Anlegen eines neuen Hotspots wähle ich im 3D-Modell einen Punkt aus, lege die Ebene fest, an der der Punkt verortet ist, und vergebe einen Namen. Bei Bedarf kann ich eine Kameraposition im 3D-Modell vorgeben. Im Folgenden kann ich nun Details ergänzen. Eine Beschreibung, den Typ des Hotspots, Schlagworte und natürlich eine Quelle. In dem Fall wähle ich eine Fotografie aus. Anschließend kann ich auf den neuen Hotspot klicken und bekomme wieder meine kleine Infocard angezeigt. Seit Anfang des Jahres läuft das Folgeprojekt Transratz, in dem wir das Untersuchungsgebiet auf die gesamte Altstadt von Nürnberg ausweiten und auch den Transfer unserer Ergebnisse in die Anwendung anstreben. Von den knapp 200 Bauwerken wächst das Modell auf ca. 3000 an.
Hier werden wir zu weiteren deutlichen Vereinfachungen bei der Modellierung greifen. Gleichzeitig eröffnet uns die Ausdehnung auf die gesamte Altstadt die Möglichkeit, verstärkt die Bewohner und ihre Netzwerke in den Blick zu nehmen. Mit Toporats wollen wir auch ermöglichen, oder mit Transrats wollen wir eigentlich auch ermöglichen, dass wir unsere Forschungsumgebung Toporats außerhalb der Wissenschaft, zum Beispiel in Bildung und Museum, zum Einsatz bringen. Dazu muss unser Modell aber anschaulicher werden. Hier kommt unser neuer Partner Blickwinkeltour ins Spiel. Den Übergang zu Mixed Reality wird Art Petto vorstellen. Vielen Dank, Herr Ratzung. Ich bin der Art von Blickwinkeltour und wir haben uns darauf spezialisiert, Orte von kulturhistorischer Relevanz und die dazugehörige Architektur mit Hilfe neuester Visualisierungsmöglichkeiten als digitale 3D-Modelle aufzubereiten. Diese Modelle werden von uns mit Informationen, Geschichten und im Falle von Transrats mit auch Interaktionsmöglichkeiten angereichert. Und das Gesamte wird dann mittels Virtual Reality eben räumlich erlebbar gemacht. Bei unserer Arbeit achten wir sehr genau darauf, von Beginn an eigentlich immer, dass die Ausarbeitung unserer Inhalte wissenschaftlich fundiert ist und im besten Fall in Kooperation mit Kulturstätten, Museen, Historikern stattfindet, aber auch eine sorgfältige Recherche in Archiven, wenn es beispielsweise darum geht, Baupläne, Skizzen, Fotografien einzuholen. Das alles sind die Grundlagen unserer Ergebnisse. Ausgearbeitete Modelle werden anschließend in eine eigens entwickelte ganzheitliche Hard- und Software-Präsentationslösung integriert. Wir nennen es den Multi-Viewer-Presenter, der es ermöglicht, dass Modelle und weitere ergänzende Inhalte wie Bild- und Videomaterial zeitgleich auch bis zu 50 VR-Brillen dargestellt werden können. Dabei können die Inhalte in den Brillen mittels einer Smartphone-App beispielsweise von einem Tourguide synchron auf allen Endgeräten gesteuert werden. Unser Fokus bei der Realisierung des Systems lag vornehmlich auf der Nutzerfreundlichkeit für Anwender und Betrachter sowie auch auf der Möglichkeit, es flexibel in verschiedene Präsentationsformen und auch Umgebungen integrieren zu können. Der Multi-Viewer-Presenter ist darauf ausgelegt, mobil an Ort und Stelle der originalen Schauplätze eingesetzt zu werden, ist aber grundsätzlich auch off-location verwendbar. On-Location allerdings haben die Tourguides damit die Möglichkeit, ihre Teilnehmer auf eine innovative und fesselnde Art und Weise durch die Geschichte zu führen und dabei stets den Bezug zur Realität aufrechtzuerhalten. 2018 initiierten wir als Pilotprojekt die Umsetzung einer VR-Tour über das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Dabei wurde ein Tourkonzept ausgearbeitet sowie 3 zentrale Standorte des Geländes modelliert, nämlich die Kongresshalle, die Zeppelin-Tribüne und das Deutsche Stadion. Diese Modelle wurden im Ist- und Planzustand sowie im Falle der Zeppelin-Tribüne auch im vergangenen Zustand, also mal existenten Zustand, modelliert und anschließend mittels unseres Multi-Viewer-Presenters in bestehende Rundgänge und Rundfahrten implementiert über dieses Gelände. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit einigen regionalen Partnern konzipiert und umgesetzt, zu denen unter anderem der Verein Geschichte für alle, ein Institut für Regionalgeschichte und das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände der Stadt Nürnberg zählen. Kurz in Wort und Bild zusammengefasst geht es bei der VR-Tour darum, das Reale dem Virtuellen gegenüberzustellen. Im Mai 2020 sollte dann eben der Startschuss für diese VR-Touren fallen. Jedoch aufgrund der aktuellen anhaltenden Covid-19-Pandemie, wir haben es alle mitbekommen, wurde dieser jetzt zunächst einmal auf das Frühjahr 2021 verschoben. Wir sind selber gespannt, ob das was wird. Wir bleiben aber vorsichtig optimistisch und haben aber infolgedessen, nächste Folie, begonnen, das Pilotprojekt als einen sogenannten virtuellen Wandertag in den Unterricht regionaler Schulen zu integrieren und damit eine weitere Einsatzmöglichkeit unserer Inhalte und Präsentationslösungen zu eruieren und beispielsweise als ergänzendes Tool im Schulunterricht oder Lehrplan zu integrieren.
hatten dazu auch Ende vergangenes Schuljahr einen Test mit einer Fürther Schule hier, wo die Akzeptanz durch Lehrer und Schüler relativ groß und gut war und wo wir jetzt weiter mal in Gespräche gehen werden, um das weiter zu erforschen, den Einsatz unseres Tools, sage ich jetzt mal, in der Schule. Begleiten zur Implementierung des Pilotprojekts in die Schulen, später aber auch in den Tourismusmarkt, wenn es dann die Situation auch zulässt, erforscht die Ruhr-Universität Bochum in Zusammenarbeit mit uns den Einsatz von Virtual Reality im Kontext historischer Vermittlungsarbeit. Was später auch, und jetzt kommen wir eben zum eigentlichen Topic unseres Panels, nächste Folie bitte, interessant sein wird auch für das Projekt Mixed Reality am Nürnberger Hauptmarkt. Für dieses Projekt haben sich der Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Universität Greifswald und das FIZ Karlsruhe mit uns zusammengeschlossen. Grundlage für das Mixed Reality Projekt am Hauptmarkt in Nürnberg bildet das von Herrn Ratzon vorgestellte Forschungsprojekt Temporaz, Nürnberger Topografie in Raum und Zeit, welches eben Anfang des Jahres sein Nachfolger im Projekt Transrats gefunden hat. Ziel ist es, die Wandlung des Nürnberger Stadtbildes fokussiert auf die Nürnberger Altstadt einem breiten Publikum zugänglich zu machen und auch unterschiedlichen kulturellen, touristischen und bildenden Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Dafür werden wir die vorhandenen 3D-Modelle, die wir vorhin in der Präsentation im Video von Herrn Ratzon gesehen haben, diese Modelle werden von uns in mehreren Detailstufen für eine Real-Time-Mixed-Reality-Experience aufbereitet und texturiert, mit unserem Multi-Viewer-Presenter verknüpft und mit weiteren Interaktionsmöglichkeiten, wie beispielsweise einer Gestensteuerung durch Handtracking, angereichert. Am Ende soll eine virtuelle Zeitreise als Location-Based-Tour der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Die Herausforderung besteht darin, eben ein gutes Zusammenspiel zweier User-Interfaces zu kreieren. Nämlich soll zum einen der Tourguide die Experience von außen über unsere Control-App steuern können. Zum anderen aber soll der Nutzer auch selbst Interaktionsmöglichkeiten haben. Im Oktober 2020, also jetzt vor einigen Wochen, begann zu diesem Projekt die Konzeptionsphase, die eben durch den Filmfernsehfonds Bayern gefördert wird. Und innerhalb des nächsten halben Jahres werden dann eben genau diese von mir genannten Punkte in Zusammenarbeit mit unseren Partnern eruiert, konzipiert, umgesetzt. Und am Ende wird es dann auch einen ersten Prototyp geben. Hier auf der Folie ein kleiner Teaser auch zu sehen des Pilotenhofs. Auf Basis dessen wird dann eben die gesamte Mixed Reality Tour am Nürnberger Hauptmarkt umgesetzt werden. Und ja, soweit erstmal. Bin ich fertig mit meinem Teil. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit, auf die Einladung. Danke an Herrn Ratzon für Ihre Zeit und Präsentation. Wenn ihr Fragen habt, stellt uns die gerne auf der Plattform der Medientage im Chat oder auch per E-Mail an die info@birkenkultur.de, Social Media, Telefon, wonach euch auch ist. Und in diesem Sinne bedanke ich mich und klinke mich wieder aus. Ganz herzlichen Dank. Das war eine sehr, sehr spannende Präsentation. Auch wir werden dieses Projekt weiter verfolgen und freuen uns schon auf die nächsten Schritte. Ganz herzlichen Dank.